Sobald du morgens aufwachst, wirst du bombardiert mit Informationen aus den sozialen Medien, Film, Funk, Fernsehen, Zeitung, Radio, auf der Arbeit deine Kollegen und abends die Freunde oder Familie. Und die große Frage ist, was davon ist wirklich sinnvoll? Was entspricht der Wahrheit und was sind nur neuronale Infektionen? Und ich werde dir heute eine Methode an die Hand geben, mit der du das unterscheiden kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich bin auch Coach und Mediator und befasse mich intensiv natürlich mit Kommunikation und auch mit Information. Und die große Herausforderung ist, dass die Information stetig anwächst von der Menge her. Man sagt so, dass allein in einer Tageszeitung mehr Informationen drin enthalten sind, als unsere Großeltern im gesamten Leben erfahren haben. Und die große Gefahr ist natürlich, dass vieles Falsche, vieles Unwahre, vieles Belastende in das Unterbewusstsein einsickert und deine Weltvorstellung, meine Weltvorstellung verändert und wir vieles falsch sehen und viele falsche Entscheidungen treffen. Deshalb lade ich dich ein, für dich entweder tatsächlich mal auf einem Blatt Papier Notizen zu machen und eine Tabelle zu zeichnen mit 3 Spalten und das zu deinem Automatismus zu machen, dass du alle Informationen, die du bekommst, durch einen Filter jagst und sie unterteilst in diese 3 Rubriken. In die erste Spalte, da gehören nur Informationen, die echte Fakten sind. In der Kriminalistik würde man sagen, das sind echte Beweise. Aufgrund derer kann dann tatsächlich auch der Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Aufgrund von Fakten lassen sich Entscheidungen treffen. Aufgrund von Fakten kann man ein Fundament aufbauen, kann man Wahrheiten, kann man Rahmenbedingungen schaffen und Handlungsmaßnahmen entwickeln, die zuverlässig sind. Also Fakten sollten die Grundlage deiner Entscheidung sein und deines Weltbilds. In die zweite Spalte kommen alle Indizien. Indizien kommen vom lateinischen Begriff indicere, ankündigen, bestimmen. Das heißt, es sind lediglich mögliche Hinweise, dass es ein Beweismittel, ein Fakt geben könnte. Allerdings sind sie selbst noch kein Beweis. Und die dritte Spalte hat die Überschrift Meinung. Da kommt alles rein, was Thesen sind, was Möglichkeiten sind, Hypothesen, Annahmen, Möglichkeiten und natürlich die Summe aller persönlichen Meinungen und Weltanschauungen. Und wenn du diese Tabelle regelmäßig führst, dann wirst du feststellen, dass das Mengenverhältnis dieser 3 Spalten ganz unterschiedlich ausfällt. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass über 90% all der Informationen, die im Internet kursieren, die in den Medien kursieren, in der Regel Meinungen sind, Thesen sind. Im schlimmsten Fall sogar nur halbe Fakten sind. Und halbe Fakten sind auch Lügen, sind auch Perspektiven von Einzelpersonen, die entschieden haben, nicht die ganze Wahrheit, nicht alle Fakten zu bringen. Lediglich 9% sind meiner Meinung und Einschätzung nach Indizien, die darauf hinweisen, dass es Fakten geben könnte, und 1% sind Fakten. Und ich lade dich natürlich ein, selbst einmal eine solche Statistik zu führen. Was ist nun der große Vorteil, wenn du das machst? Der große Vorteil ist, dass du deinen Geist, dein Unterbewusstsein lernst zu beschützen, indem du diese Filter dir vorschaltest und bevor du irgendetwas reinlässt oder darüber nachdenkst oder bewertest oder gar mit anderen darüber sprichst, eine Meinung bildest oder sagst, das ist gut oder schlecht, dass du zunächst mal prüfst, ob die Sache es überhaupt wert ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und die gute Nachricht ist, über 90% möglicherweise sind gar keine wirklichen Fakten, die relevant sind für dein Leben, für mein Leben, für das Leben unserer Gesellschaft. Wenn du also genauso wie ich jeden Tag bombardiert wirst mit Thesen über Verschwörungstheorien und Bill Gates und der Virus und die Amerikaner und die Chinesen und die Russen und alle sind schuld, der Papst und Angela Merkel, dann kannst du dich dafür schützen, indem du lernst zu unterscheiden zwischen Meinung, Indizien und Fakten. Dann wird dein Leben ruhiger und wenn dich Menschen damit konfrontieren, frag doch einfach mal zurück, ob das wirklich die Wahrheit ist, was sie dort behaupten und was die Quellen sind, was die Beweismittel sind, auf dessen Fundament sie diese These aufgebaut haben. Auf der einen Seite haben wir das große Vorrecht aufgrund unseres Grundgesetzes, das Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben. Das gilt für jeden. Auf der anderen Seite kann nun auch durch die sozialen Medien, durch das Internet nahezu jeder seine Meinung äußern. Wir kriegen es leider mit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite nicht alles hinschmeißen und sagen, ich will gar nichts mehr hören, denn irgendwo sind die Fakten und die Goldstücke doch vergraben, die unser Leben bereichern können. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, diesen Meinungen und Thesen nicht aufzusetzen, sich nicht infizieren zu lassen. Denn diese neuronalen Infektionen, ob du es willst oder nicht, sie belasten dein Unterbewusstsein, denn dein Gehirn geht wie im Kino davon aus, dass das, was an der Leinwand läuft, der Action,
Krimi oder Liebesdrama, dass das tatsächlich die Wahrheit ist. Du hast also Gefühle und dein Gehirn wird beeinflusst. Man hat in Studien nachgewiesen, wenn in einem Weingeschäft französische Musik im Hintergrund gespielt wird, dann kaufst du eher französischen Wein. Wird deutsche Musik oder italienische Musik eingespielt, dann kaufst du auch eher die Weine aus diesen Ländern. Das bedeutet, jede Information hat Auswirkungen auf dich. Deshalb entscheide heute, wie du in der Zukunft damit umgehen willst, wie du diese Filter anwenden kannst, um deine Entscheidung für die Zukunft besser gestalten zu können. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du jederzeit gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Berater, sondern auch viele Coaches, die dich begleiten auf dem Weg deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und manchmal fängt man bei der Persönlichkeitsentwicklung nicht nur bei den Zielen an und der Gegenwart, sondern guckt auch, was für Meinungen, Infektionen man sich aus der Vergangenheit mitgenommen hat und müsst daran arbeiten und diese aufarbeiten. Gerne kannst du jetzt auch dieses Video mit Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, deinen Geist zu beschützen vor neuronalen Infektionen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.